Hallo Leute. Heute präsentiere ich euch die Welt in 10 Millionen Jahren, Wizard. Ja, das ist ein komischer Titel in Deutsch, aber der englische Titel ist einfach nur Wizards. Ja, worum geht's in Wizards oder die Welt in 10 Millionen Jahren? Ja, die Welt ist untergegangen nach einem atomaren Krieg und halt 10 Millionen Jahre später, oder nicht ganz 10 Millionen Jahre, aber sehr viel später tauchen Zauberwesen und Mutanten auf der Welt auf. Diese führen einen Krieg, angeführt von Avatar und Black Wolf, die zwei Brüder. Black Wolf will die Welt zerstören und Avatar will sie retten. Also zieht Avatar los mit ein paar Freunden und Gehilfen, seinen Bruder das Handwerk zu legen. Ob er das schaffen kann, das seht ihr in Die Welt in 10 Millionen Jahren. Ja, der Film ist von 1977 aus den USA, ist ein Science-Fiction-Film. Bei Google steht, es ist auch ein Kinderfilm, aber der ist ab 16. Deswegen ist kein Kinderfilm. Ist 18 Minuten lang. Wie gesagt, ist ab 16. Das Budget hat 2 Millionen US-Dollar betragen. Also jetzt gar nicht mal so viel für einen Animationsfilm. Stream absolut nicht vorhanden. Also man kann ihn nicht mal kaufen oder leihen. Vielleicht kann man ihn auf Prime kaufen. Auf Prime gibt es ja so ziemlich alles. Na, aber müsste man dann gucken. Ich habe es nicht überprüft. Ich habe halt, wer streamt, das als Quelle benutzt. Deswegen, da steht halt nichts. Ja, IMDb-Rating ist 6,3, also ist okay, könnte besser sein. Aber ich verstehe es. Also ich rede ja gleich drüber. Ja, Direktor war Ralph Bakshi. Den habe ich ja schon mal besprochen mit Feuer und Eis. Und er hat auch 1978 eine Herr der Ringe-Verfilmung gemacht, aber leider nicht komplett. I must go south now to consult with the wizard Aroman, the head of my order. Be careful, Frodo. Ja, in der deutschen Synchro haben wir Inken Sommer, die hört man zum Beispiel in Nebenrollen in Scrubs oder Malcolm drin. Wir haben Wolfgang Lukschi. Der ist zum Beispiel in Kimba, der weiße Löwe zu hören oder rauchende Colts. Wir haben Klaus Miedl, der war in Legende zu hören oder auch in Spione wie wir, hört man ihn. Habe ich ja auch gerade erst gemacht. Dann haben wir noch Thomas Danneberg, der spricht vor allem die deutschen Stimmen von Dan Aykroyd und Terence Hill. Was ein lustiger Zufall ist, ihr werdet aber beim nächsten Video sehen, warum. Ja, außerdem haben wir noch mal Dagmar Bina und die hört man in Paranorm und zum Beispiel Smoking Aces in der deutschen Synchro. Ja, es gibt keine deutsche Wikipedia-Seite zu diesem Film, nur eine englische. Ja, ist halt ein ziemlich obskurer Film, wenn er nicht mal streamt. In der englischen Synchro haben wir Mark Hamill mit einer Nebenrolle. Die taucht in diesem Film erst nach irgendwie 40 Minuten auf und taucht auch nur 2 Minuten auf, also ist jetzt keine große Rolle von ihm. Aber es ist seine erste Sprechrolle und später hat er ja den animierten Joker zum Beispiel gemacht in Batman, in der animierten Batman-Serie und auch in der Arkham-Reihe von ja, der Batman-Arkham-Reihe spricht er den Joker. Also ist schon, hat seine Synchronrollen-Karriere gestartet für Mark Hamill. Außerdem eingenommen hat der Film gerade mal 9 Millionen US-Dollar, ist jetzt nicht so viel. Des Weiteren, Ralph Bakshi wird eigentlich gerne einen zweiten Teil machen, hat er mal gesagt, aber es gab wohl Produktionsschwierigkeiten, deswegen ist das nie dazu gekommen. Ja, es gibt jetzt nicht so viel über den Film. Die Animation ist halt interessant, da halt schattenartig teilweise echte Filmszenen einfach übers Bild gelegt wurde. Teilweise ist einfach gar keine Animation, es ist einfach nur ein Bild, wo dann halt drüber gesprochen wird. Also
Es ist ein ziemlich wilder Animationsstil. Aber wenn ihr auf skurrile Filme steht und was Interessantes sehen wollt, würde ich den durchaus empfehlen. Ja, die Story ist ein bisschen krude, würde ich mal sagen. Auch der Animationsstil ist jetzt eher hässlich gewählt mit den Charakteren. Selbst die schönen Charaktere sind jetzt nicht so schön, würde ich sagen. Es gibt viele Mutanten und Ork-ähnliche Gestalten. Ja, das war Die Welt in 10 Millionen Jahren. Ich würde ihn euch empfehlen. Es gibt leider nicht allzu viel dazu zu sagen. Es ist halt ein Interesse. Ich finde den Animationsfilm ziemlich einzigartig, halt außer halt zum Beispiel Feuer und Eis, wobei Feuer und Eis ist, ich würde sagen, definierter. Also der Film Feuer und Eis ist ja komplett animiert und hier haben wir halt vor allem den Anfang zum Beispiel, wo nur in Bildern die Geschichte erzählt wurde. Oder auch, wo halt einfach nicht mal Rotoskop. Rotoskop ist ja, man nimmt echte Video und dann zeichnet man die Animation darüber. Nicht mal das haben wir, sondern es sind eher so Schattengestalten aus echten Filmen teilweise genommen, wo das nicht extra für diesen Film gedreht wurde, was interessant aussieht. Mehr kann ich dazu jetzt aber auch nicht sagen. Also man müsste sich den Film schon angucken, um wirklich ein Bild dafür zu kriegen, wie wild dieser Film noch eigentlich ist. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Wo sich die Menschheit aus der nuklearen Katastrophe wieder erheben wird. Dann werden Zauberer und Zwerge die Welt in 10 Millionen Jahren. Eine Zukunftsvision von Ralph Bakshi, dem Meister des fantastischen Zeichentricks. Die zweier Brüder, Avatar und Black Wolf, zweier mächtiger Zauberer. Sie sind unerbittliche Feinde vom Tag ihrer Geburt an. Avatar, der Gute, regiert mit viel Weisheit das friedliche Königreich Montagar. Wissenschaft und Technik wurden bereits vor Millionen Jahren vernichtet. Aber auch mit Zauberei. Alle mal hersehen! Es geht los! Black Wolf, der sich als zukünftiger Führer sieht, entdeckt die antiken Waffen des Krieges. Propaganda und Technologie. Er schickt die Armee seiner Mutanten in einen Krieg ohnegleichen. Wir lernen die liebliche Prinzessin Elinore kennen, den treuen Elf Weehawk und Frieden, Black Wolfs grausamen Kriegsroboter, der schließlich zu einem Instrument der Gerechtigkeit umfunktioniert wird. Die Welt in 10 Millionen Jahren ist eine Welt, in der Feen und Elfen leben, Zauberer und Dämonen. Die Welt in 10 Millionen Jahren spielt vor einem erregenden Hintergrund. Dieser Film ist fantastischer, faszinierender und eindrucksvoller als alles, was Sie bisher erlebt haben. Die Welt in 10 Millionen Jahren, das Nonplusultra futuristischer Träume. Die Welt in 10 Millionen.